Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe euch ja vor einer Weile den Videokonverter, also Videoproc-Konverter vorgestellt. Die haben auch eine Software, die habe ich durch Zufall gesehen, Videoproc-Vlogger. Das ist diese hier, die habe ich mir auch gleich mal installiert gehabt und habe da so ein bisschen rumexperimentiert mit. Das ist ein gratis Videobearbeitungsprogramm. Also wirklich komplett gratis. Ihr installiert das einfach nur. Dann fragt er auch nach der E-Mail und einer Seriennummer. Seriennummer habt ihr ja natürlich. Dann gibt ihr einfach eure E-Mail-Adresse an und lasst die Seriennummer frei, weiter. Und dann kriegt er die E-Mail mit einer Seriennummer geschickt. Und dann habt ihr halt ein gratis Videobearbeitungsprogramm. Ich startet mal und das ist gar nicht mal so schlecht für komplett free. Das ist jetzt unsere Oberfläche. Wir können jetzt hier mit neuen Projekten starten. Projekt öffnet. Das waren die Projekte, die ich schon mal gemacht habe. Kann sein. Und hier können wir dann aussuchen, wie viel. Ich mache dann immer mit 60 FPS. 1080p, ihr könnt auch 2K, 4K für iPad, 16, 9 zu 16, 4 zu 3, 20 zu 6, 20 zu 9, 19,5 zu 9, 3 zu 2, 1 zu 1, also voll cool. Wir lassen das erstmal mal so. Wir fragt da, wohin speichern wollen. Wir lassen natürlich PC, User, Name, wie euer PC heißt, Video und dann Video, Proc, Vlogger und dann Projekt. Können wir auch einen Namen geben, sagen wir einfach mal. Test. Ja. Ihr könnt auch die Videoauflösung selber anpassen, könnt halt selber einen Wert sagen, wie die Abmessung sein soll. Aber 1080p ist schon jetzt okay. So. Neues Projekt. Jetzt importiere ich einfach mal ein paar Videos von meiner Kamera-Eigenschaft. Das sind 18,8 GB. Zack, die haue ich hier einfach mal rein. Da guckt mal, wie schnell das geht. Schon ist alles da. Das Gute auch bei der Software ist, ihr habt die gleiche Unterteilung. Wenn ihr hier Sachen reinladet, also aus einem Ordner, wo eure Sachen drin sind, wo ihr dann halt die Videos drin habt und welche Tondateien. Jetzt fragt ihr hier nach Updates und könnt ihr auch nach Upgrades gucken und Events und so. Und da ist dann halt auch Musik mit bei und Bilder und was weiß ich. Untertitel, das ist, und die hautet hier rein, dann wird das automatisch alles gleich erkannt und in die passenden Ordner hier gemacht. So. Das ist eure Timeline. Die ist schön groß und übersichtlich. Und wir wollen jetzt einfach mal was bearbeiten. Was kann ich denn nehmen? Ich will ja nicht so viel spoilern, was jetzt demnächst kommt. Ja, nur gleich einfach mal das Erste. Ich habe das jetzt da unten reingemacht. Und wenn ich jetzt hier Play drücke. Ein wunderschön. Oh, kacke Bild. Da bin ich auch schon wieder. Und das ist mit ein Absicht. wunderschön. Weil wenn ihr die Videospur gleich in die Audiospur reinhaut. Dann habt ihr natürlich nur das Audio. Moment, so, hier oben müssen wir rein. So, also wir haben hier unten Untertitel, Audiospur, Effekte und Überlagerungsspur. Das ist die hier. Und Video ist hier oben. Und jetzt haben wir hier auch Video mit Ton und Ein es auch wunderschön. ausfüllt. Da bin ich auch schon wieder. Und zwar geht es jetzt. Und wir wollen jetzt einfach mal zum Beispiel hier. Und da. Bis hier einfach mal wegsteigt. Dann nehmen wir das raus. Einfach mit Entferntaste.
Und dann haben wir das hier entfernt. Warte, machen wir mal Play. Ich muss die Airflow komplett aufmachen. So, da kommt mein All-Day drin. Da ist natürlich ein Sprung drin. Da kann man natürlich einen Effekt drin ballern oder so. Damit das halt nicht so. Ich wollte nur zeigen, damit man schön schneiden kann. Ihr könntet auch wirklich hier ganz genau rangehen. Und könntet sagen: hier ein Cut. Und hier ein Cut, wo kein Ton ist. Wo ist es? Da ist es. So, und dann löschen wir das raus. Dann sieht das so aus. Oh, wie überall. Wäre der Kohl jetzt noch nicht eingedampft. Also der Geschmack kommt. Die Süße fehlt ein bisschen. Minimal. So. Und hier könnt ihr dann auch noch Haufen Zeug machen, zum Beispiel Übergänge. Wir nehmen jetzt einfach mal einen schönen Übergang, den man auch, der auch auffällig ist. Nehmen wir mal den hier. Dahin. Haben wir hier noch einen. Dahin. Also hier ist ja Kilometer. So, dann kann ich euch mal die Übergänge zeigen. Aber mein All-Day drin, halt Tom Sawyer fruchtig. Ist es aufgefallen? Schmeckt genau wieder wie überall. Aber hier ist es halt schlechter. So, passt auf. Aber mein All-Day drin, halt passt Tom jetzt Sawyer natürlich, fruchtig. Passt natürlich nicht zu dem, was ich jetzt hier. Schmeckt genau wie überall. Gerade Tour, aber wir können das auch mal ein Stück erweitern. Oh, ich mache das mal mit Absicht jetzt schön groß, dass es halt lang ist, damit man den Übergang auch sieht. Jetzt kommt da ganz langsam rein. Muss die Airflow komplett aufmachen. Ja. Und kommt. Aber mein All-Day drin, halt Tom Sawyer fruchtig. Ist immer noch. Und jetzt ist er weg. Schmeckt genau wie. So machen. Da kann man halt auch die Farbe komplett anpassen, wenn im Nachhinein noch. Das hier zum Beispiel. Oder Effekte. Nehmen wir mal Effekt. Wir nehmen jetzt einfach mal. Ab hier. Noch nicht mal so lang. Wir machen mal dann. Ich mache mal jetzt hier verschiedene Effekte einfach aneinander, dass ihr sehen könnt, was da denn passiert. Da könnt ihr dann schön könnt ein bisschen experimentieren. Ich muss die Airflow komplett aufmachen. So. Aber mein All-Day drin, halt Tom Sawyer fruchtig. Seht ihr jetzt die Lichteffekte hier zum Beispiel? Die schmeckt genau wie überall. Ja, der Kohl ist noch nicht eingedampft. Also der Geschmack kommt. Die. Und ihr seht auch von den Lichtverhältnissen her, ist das jetzt praktisch das, was ich ja eben eingestellt habe. Wir können auch Matrix machen. Und dann haben wir hier so. Die Süße fehlt ein bisschen. Matrix. Die Süße fehlt ein bisschen. Matrix, also da könnt ihr euch komplett austoben. Ihr habt hier so viele Effekte. Hier ein Herz oder hier. Habt ihr so viele Effekte, was ihr reinballern könnt? Ich mach ein paar Mal zurück hier. So, hoppala, das war ich zu weit. So. Jetzt hier einfach mal. So. Ein wunderschön. Für ein schlechtes Bild. Da bin ich auch schon wieder. Und Schwarz-Weiß und Regenbogen und ach, hier ist so viel. Ihr könnt dann auch Favoriten machen natürlich. Wenn euch irgendwas speziell gefällt, könnt ihr damit ein Herz machen. Und die sind dann bei Favoriten drin und dann habt ihr die halt schneller griffbereit. Das geht natürlich auch. Wenn ihr sie weg haben wollt, einfach Herz wegmachen. Och, hier haben wir dann mit der Favoriten natürlich.
Auch bei Übergängen war, glaube ich, Favoriten, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ja. So. Hier haben wir den Speicher, hier könnte man testen, speichern. So, oder hier haben wir dann speichern unter. Wenn man sagt, da hätte können wir eine Kopie darunter dafür speichern. Und Export ist natürlich exportieren. Da fragt er dann halt natürlich, wohin, welche Qualität, welcher Codec. Wir haben jetzt hier AVC mit H264 Codec, Methoden ist mit AAC. Und dann kann man dann halt hier auch noch hochsagen und FSP, wir können auch 265 nehmen. Das ist alles so drin. Auch hier mit dem Ton können wir jetzt zum Beispiel Stereo, MP3. Dann sagt er uns die Auslastung und dann rennt er dann los, so wie wir das haben wollen. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind ja noch nicht fertig. Ihr könnt hier bei Effekte natürlich auch noch weitere Effekte dazu ballern. Also verschiedene Stufen von Effekten, was wir jetzt nicht brauchen. So, aber normalerweise ist es 1 von 1. Ihr könnt auch bei Übergangsspur könnt ihr halt mehrere machen. Oder wenn ihr mehrere Videos untereinander ballern wollt und wo der Übergang von einem zum anderen Video kommt, also muss man jetzt, reicht ja nicht nur jede Spur von Videos, dann könnt ihr dann auch hier einfach mehr machen. Das ist natürlich auch kein Problem. Kann man auch hier ein zweites, weil ein zweites drin zieht, geht hier nicht einfach so. Das ist, wenn dann halt hier unten drin. Aber ist halt auch nicht so. Also da müsst ihr dann schon, wenn ihr dann halt praktisch zwei Videos habt und die sollten ineinander übergreifen und der Übergang vernünftig kommen und der Übergang soll schon in dem Video anfangen und in dem Video soll schon ein bisschen was vielleicht am Ende vom oder am Anfang vom Übergang vom neuen Video zu sehen sein, dann müsst man das halt wie so eine Treppe machen, dann müsst ihr dann halt hier noch da hinzufügen, aber meistens reicht das ja aus Cut, Video ran, Übergang fertig. Aber auch so, dass man den praktisch sieht schon oder so, das kann man dann halt hier auch machen. Ich weiß nicht, wie ich es euch besser beschreiben soll. So. Ihr könnt natürlich auch die Bilder hier größer machen, um besser zu sehen, was da drin ist, aber für mich reicht das eigentlich in der Größe momentan noch aus. Könnt ihr auch verschieden sortieren, könnt auch die Arbeitsfläche ganz groß machen, ja, könnt ihr wieder einblenden. Reicht eigentlich aus, das Fenster, muss ich sagen. Könnt neues Projekt öffnen, wenn ihr jetzt bearbeiten wollt, Projekt speichern, dann wird das Projekt, so wie es jetzt ist, als noch nicht fertige Datei gespeichert und ihr könntet dann jederzeit wieder an der Stelle, wenn ihr das Programm startet, fragt er, sagt da, ja, Test, wollen wir weitermachen und dann könnt ihr da weiterarbeiten bei Projekten, die halt länger dauert, wo man dann jeden Tag mal ein bisschen was dran macht. Macht sich das ganz gut. So, archivieren haben wir noch, schließen, exportieren, exportieren habe ich ja gesagt. Dann wird das wirklich exportiert und gerendert. So ist dieses halt. Dann haben wir auch noch Video exportieren. Das ist ja praktisch das gleiche. Audio exportieren, das wäre dann halt nur das Audio von dem Video, was wir hier gerade haben. Datei importieren. Dann macht er halt so ein Fenster auf, da können wir Sachen importieren. War falsch hier oben. Bearbeiten, aber noch rückgängig und ja, auch alles könnt ihr mit Kurzwahltasten machen. Ansicht wieder, aber stoppen könnte auch alles. Aber ich bin, also diese Kurzwahltasten, bin ich kein Freund von. Nee, das ist, hier Sprache war jetzt natürlich Deutsch, ihr könnt auch Englisch, Espanol, Französisch, Italienisch und keine Ahnung was nehmen. Nach Updates suche, da sucht er jetzt nach Updates. Aber okay, wir haben ja schon Version 1.2 drauf, oder? Über, können wir hier bei Übersehen, wir haben Version 1.2 drauf.
Hier steht dann halt meine E-Mail-Adresse, mit der ich angemeldet bin. Meine Lizenzkurse sind da nicht. Registrierte Kopie. So. Und wie gesagt, das ist komplett free. Ihr braucht euch nur einmal registrieren da. Dann kriegt ihr auf eure E-Mail-Adresse einen Code. Ihr braucht kein Geld bezahlen. Dann kommt auch später nicht, dass ihr Geld bezahlen müsst. Ihr habt dann Nachrichten, wo ihr dann halt Events und Updates und alles überprüfen könnt. Hier nach unten machen, vergrößern, wegmachen, ist klar. Hier könnt ihr den Ton. Die ist für zu Hause, ist die 200er-Box. Die ist schön schwer. Leiser machen für das Video, was ihr bearbeitet. Für unterwegs ist die schlecht. Weil wenn es zum Beispiel gut bearbeitet ist und sehr laut ist, könnt ihr das da runterregeln. Für euch jetzt selber im Video. Müsst ihr das dann über die Audiospur machen. Man klickt da einfach bei Rechtsklick an und dann, wo war das jetzt? Das ist jetzt so das Video. So, hier, ach, hier ist der Lautstärke. So, wenn das Video zu laut ist, macht einfach die Lautstärke halt hier runter auf 11. So, und dann seht ihr schon, dass die Tonspur hier sehr klein geworden ist. Oder wenn es euch zu, wenn es zu wenig ist, wenn das Mikrofon kaputt war und es zu leise oder so, könnt ihr damit auch noch nachbessern. Würde sich das zum Beispiel so anhören. Der Wies habe ich bis jetzt immer die gehabt. Ich wollte aber noch was Kleineres. Das ist die Nautilus Prime X. Das ist jetzt gerade der Akku. So, seht ihr das? Das funktioniert so wunderbar. Farbe hat man ja schon gemacht. Da können wir die Farbe des Videos anpassen. Rekord ist halt jetzt, können wir jetzt noch ein bisschen Stimme aufnehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel was nach vertonen wollen. Also wir haben hier ein Video, wo kein Ton ist, oder wir machen das Video dann einfach hier bei Effekte, ach, bei Übertragungsspur rein, und dann können wir halt einfach sagen, hier machen Rekord, und dann nehmen wir das halt auf, was wir gerade zu dem Video quatschen wollen. Hier hat er dann automatisch ausgekoppelt, also Ton und Video. Hier ist nämlich abtrennen. Ah, hier kann man mit Bewegung. Ja, schön. Da bin ich auch schon wieder. Und zwar geht es jetzt weiter. So, hier ist er wieder groß. Da könnt ihr dann halt auch noch Animationen, also Bewegungen machen. Ihr könnt die auch komplett selber machen, dass das reinzoomen, wegzoomen. Und, aber da bin ich selber gerade noch, oder dass das Video sich so ein bisschen dreht, da bin ich aber selber gerade noch am Rumfummeln. Wir können ja zum Beispiel hier so sagen, ab hier soll es sich drehen. Ab hier soll es doch mal drehen in die andere Richtung. Dazwischen soll das sein. Und hier zwischen. So. Und jetzt machen wir einfach mal hier und jetzt gucken wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Ich habe auch mein All-Day drin, ein Tom Sawyer, fruchtig. Ich mache auch mit Absicht jetzt schon viele groß. Ich muss erstmal leiser machen. Ja, der Koi ist noch nicht eingedampft.
Also der Geschmack, seht ihr das? Die Süße fehlt ein bisschen. Hier seht ihr den Effekt und hier sieht das aus im Video. Wieder nach Hause. Das ist nicht meins. Direkt auf Lunge und fertig ist. Ich hatte befürchtet, dass die Airflow ein bisschen lauter ist. Also es ist wirklich ein sehr schönes Produkt. Warte doch, Jutta, dass ich sie getauscht habe. Aber wir Modell 2.0 vielleicht wünschen, dass man hier so ein Löchlein reinmacht für so eine Strippe. Vielleicht auch in Orange, Espaya ist ja die Farbe Orange, und ein rosa, ein orange Bändchen dran hat, mit so einem Gummipnöpel, den man hier oben rein. Aber jetzt hat er den gespeichert. Aber wir müssen aber bei Tode, das ist zu laut. Und zwar geht es jetzt weiter um die Espaya Flexus. Ich weiß nicht, das war den Namen. Ich wollte euch aber gerne noch die anderen zeigen. Das ist halt die große, die ist für zu Hause. Sie wir können natürlich auch den Speed beeinflussen. Schwer, mag ich für zu Hause. Ah, wunderschön. Er sagt, der Anfang ist ein bisschen lahm. Da können wir jetzt einfach mal hier den Speed jetzt hier anheben. Ich überwarte mal langsam. So, und jetzt spielen wir mal anwenden. Und jetzt. Ein wunderschön. Da bin ich auch schon wieder. Und zwar geht es jetzt weiter um die Espaya Flexus. Ich weiß nicht, das war den Namen. Ich wollte euch aber gerne noch die anderen zeigen. Das ist halt die große, die ist für zu Hause, ist die 200er Box. Die ist schön schwer, mag ich für zu Hause. Auch für unterwegs ist sie schlecht. Für unterwegs habe ich bis jetzt mal die gehabt. Ich wollte aber noch was Kleineres. Das ist die Nautilus Prime X. Das ist gerade der Akku hier. Muss ich den Akku erstmal nachfüllen. Und dann haben wir den halt hoch. So ein Ding. Und das ist praktisch da. Der bin ich offen, ich kann drauf machen, füllen. Das ist nur noch offen. Und das ist wieder gespannt. Die Mischung, haben die Schuhe, die ist. Das ist nicht schön. So. Das ist einfach gut. Ui. Ui, 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 ui. Da reicht nicht. Und jetzt vom Effekt. So, habt ihr gesehen, wie man das in den Bogen machen kann. Und halt schneller, langsamer. Wir können auch sagen, wir wollen das hier langsamer haben. Und dann halt ganz abrupt, schnell wie geht. Ein wunderschön. Da bin ich auch schon wieder. Und Flexus, ich weiß jedes Mal den Namen.
Ich wollte euch aber gerne noch die anderen zeigen. Und zwar geht's jetzt. Und da wird es schon wieder schneller. So, wieder zurück. Aber mit Drip Edit habe ich doch gar nicht gearbeitet, ehrlich gesagt. Kannst du irgendwie die Zeit verlängern oder verkürzen? Also damit habe ich ehrlich gesagt doch nicht gearbeitet. Das ist jetzt 18,8 GB die Datei. Die lassen wir jetzt auch einfach so. Ne, Bitrate 160 bei Audio. Ich hätte lieber gerne 192, aber das geht hier nicht. Auf 48. Ne, geht leider nicht. So, starten. So, da könnt ihr auch mal sehen. Wir sind jetzt bereit bei 10% und so läuft es dann weiter. Wir sprechen mal ab. So ein Sound kommt dann auch. Aber wir können die ersten 10% schon mal gucken. Ein wunderschön. Da bin ich auch schon wieder. Und zwar geht es jetzt. Ist jetzt praktisch roh, weil ich habe ja die Bearbeitungssachen rückgängig gemacht. Ich wollte euch aber gerne noch die anderen zeigen. Das ist halt die große, die ist für zu Hause. Und die 10% haben jetzt eine Größe von 213 MB. Ja. Also da könnt ihr wirklich, wirklich viel machen. Ihr könnt Deckkraft, Lautstärke, hier Deckkraft, Farben hat man ja schon gemacht. Ihr könnt es auch hier so im Nachhinein anpassen, wenn es ein bisschen zu hell ist oder so. Oh, hier soll ich ein bisschen schwarz rein. Ein bisschen Licht von oben weg. Da können wir hier noch die Sättigung reinballern. So. Ein wunderschön. Da bin ich auch schon wieder. Und zwar geht es jetzt weiter um die Aspire Flexus. Ich weiß nicht, das war den Namen. Ich wollte euch aber gerne noch die anderen zeigen. Das ist halt die große, die ist für zu Hause, ist die 200er Box. Fällt mir wirklich sehr gut. Ist schön schwer, mag ich für zu Hause. 1,22, 33, muss ich überwachen. Unterwegs habe ich bis jetzt aber die gehabt. Ich wollte aber noch was Kleineres. Das ist die Nautilus Prime. So, aber jedenfalls soll es jetzt soweit erstmal gewesen sein. Das wollte ich euch einfach nur mal zeigen, weil es ist komplett free und viele haben gefragt, ey, hast du nicht ein Programm, was gratis ist, was viel Zeug drin hat und was du empfehlen kannst, was gut ist. Ich habe jetzt hiermit schon ein paar Videos bearbeitet. Natürlich fällt mir teilweise noch einige Sachen etwas schwer, weil ich an mein Programm gewöhnt bin. Ich habe ja sonst mit Camtasia gemacht, aber ich werde bei Camtasia bleiben, weil das ist meins, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wo ich was machen muss und wo es ist. Aber um das zu testen, habe ich es halt eine Weile jetzt benutzt für euch. Und da hat sich gut geschlagen. Hat sich wirklich sehr, sehr gut geschlagen und hätte ich jetzt so auch ehrlich gesagt für ein Free-Software nicht gedacht, muss ich sagen. So, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, hat euch gefallen, der kurze Einblick. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare schreiben. Ich werde euch die Webseite zu der Software noch verlinken, ihr findet da unten in der Videobeschreibung. Ich bin dann jetzt weg, bis zum nächsten Mal, haut rein, ahoi, sagt euer Odin.